Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Unreal Engine 5 Tutorial. Heute zeige ich dir, wie du Public-Variablen nutzt und was der Vorteil bzw. der Nutzen von Public-Variablen sind. Dazu sind wir im Third-Person-Template und erstellen uns eine Blueprint-Klasse. Wir gehen hier auf den Content, rechte Maustaste, Blueprint-Class, ein Actor und schreiben hier hin BP, ja, Licht, ja, und klicken hier doppelt drauf. Das können wir uns auf unseren Hauptpanel ziehen. Das können wir löschen, also aus. So, also wir erstellen uns, setzen hier einen Cube rein. Ja, schreiben hier in Component Cube und setzen den in den Viewport rein. Den können wir hochziehen, damit es überhalb der Ebene verläuft. Und dann setzen wir zusätzlich zu diesem Cube noch ein Licht, Light, ja, Point Light und setzen den etwas außerhalb. Ja, müssen wir nicht. Und dann tun wir noch einen Collision Box, ja. Kollision, ja, Box Collision. Das setzen wir auch rein. Drücken die R-Taste, um zu skalieren, nehmen diese zwei Achsen und erhöhen das so, dass der Charakter quasi durchlaufen kann. So, wir compilen und setzen das Ganze mal hier rein, ja. Was wir machen wollen ist, wir wollen, sobald der Charakter hier durch diese Triggerbox läuft, sich die Lichtfarbe ändert. Im Default ist es im Moment weiß. Wir wollen, dass es, sobald es durch die Box geht, Triggerbox, wird es was? Irgendeine andere Farbe. Also wir klicken auf diese Collision Box, gehen hier runter, Add Component Begin Overlap, ja. Genau. Und nehmen noch unser Point Light hier raus. Und ziehen hier den Pin raus und schreiben Color, ja, Set Color, ja, Set Light Color, da ist es schon, Enter, so. Und hier können wir die Farbe ändern, indem wir zum Beispiel sagen, Rot, ja, wir müssen auch hier, so, ja, das ist eher ein Pink, Rot, ja, hier Rot, so, Compile und fangen wir mal an. New Editor Window. So, wir gehen mit dem Charakter hier, im Moment leuchtet die weiß. Wenn wir mit dem Charakter hingehen, ist es rot, ja. So. Genau. Und jetzt wollen wir Folgendes machen. Es geht ja um eine Public Variable. Wir können ja hier so viele Instanzen wie möglich reinsetzen. Ja, das sind einzelne Instanzen. Und wenn ihr in World Outliner schaut, hier oben, dann habt ihr hier BP Licht, BP Licht 2, BP Licht 3, BP Licht 4. Das sind verschiedene Instanzen von dieser Klasse BP Licht. Und ich möchte zum Beispiel, dass für dieses BP Licht 2 die Farbe grün ist. Und für dieses blau, für das andere, egal welche Farbe. Ich will, dass es variabel einstellbar ist. Und dazu gibt es das Instance Editable, also Public Variable. So, wie stelle ich das ein? Ich nehme hier genau an dieser Stelle diese Variable. Diese Variable bestimmt ja die Farbe. Und gehe hier raus und sage Promote to Variable. Ja? Und dann schreiben wir mal hier hin Lichtfarbe. Ja? Und jetzt ist diese Lichtfarbe abgespeichert als Linear Color. Jetzt kommt der Clou, wie mache ich das zu einer Public Variable oder Instance Editable, indem ich auf dieses Augensymbol gehe. Oder alternativ hier bei Instance Editable ein Häkchen setze. Ist eigentlich dasselbe. Sobald ich hier ein Häkchen setze, geht das Auge auf. Und sobald ich es ausmache, ja, ist dasselbe. So. Beim Instance Editable ist das Häkchen gesetzt. Jetzt compilen wir, sehr wichtig. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir können jetzt zum Beispiel hier zu dieser Instanz, zu BP Licht 2 gehen. Unter Details haben wir hier einen neuen Bereich. Den Bereich gab es vorher nicht. Das kann ich euch nochmal zeigen. Merkt euch das. Wenn ich zum Beispiel hier wieder das Augen zumache, compile, dann ist das weg im Details Panel. Aber ich mache das wieder hier an. Ja. Compile, da ist es schon wieder da. Jetzt kann ich zum Beispiel für diese Instanz Pink nehmen. Ja. Für diese Instanz nehmen wir mal Blau. Ja. Für diese Instanz nehmen wir mal Gelb. Ja. So, damit man es auch besser sieht, nehme ich mal den Directional Light raus. Ja, also Directional Light habe ich jetzt rausgelöscht, damit man die Lichter besser sieht. So, Compile und jetzt auf Play. Ja, jetzt leuchten die ganzen Cubes im Moment weiß, aber wenn ich hier
drüber gehe, leuchtet das einmal pink, das leuchtet blau, das leuchtet rot und das leuchtet gelb. Ja. Genau. So, okay, das ich mache mal ein bisschen weiter auseinander, damit man es besser sieht. Ja. So, nochmal, weil es so schön war. Das ist rot, ja, das sieht man schon viel besser. Das ist gelb. Das ist blau. Und das ist violett. Ja. Das ist Instant Ansible und ihr könnt für also Instanzen bearbeiten, indem ihr diese Art von Variablen public setzt. Und da könnt ihr viele verschiedene Kleinigkeiten an diesem Actor quasi anpassen. Genau. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Es macht immer wieder Spaß. Und bis dahin, tschüss.